Ich fahr nur alte Karren, will kein neues Auto haben. Können ja andere gerne fahren, mir ist egal, was andere machen. Doch ich steh halt auf Oldschool, deshalb fahr ich Klassiker. Ich liebe alte Autos, egal was andere sagen. Die Formen und die Farben, das sind Kunstwerke, die fahren. Ich werde nie verstehen, wie man das nicht sehen kann. Ist ja auch egal, jedem sein Ding. Doch weil ich alte Autos fahr, werd ich heute schon beschimpft. Mein Oldtimer macht vielleicht mehr Dreckpartikel. Doch dein E-Auto ist nur ein Wegwerfartikel. Nicht gerade nachhaltig, was ihr da so macht, wenn ihr jedes Jahr ein neues Plastikauto fahrt. Ja, moin zusammen. Ja, schönes Wetter, sage ich euch. Weit über 20 Grad. So mag ich den Oktober. Ne? Also, so gegen Ende Oktober ist das wirklich gut. Ja. Das gefällt mir. Ja, die Stare hauen gerade ab. Wahrscheinlich bin ich zu hässlich für die oder sowas in der Richtung, keine Ahnung. Die hauen immer ab, wenn sie mich sehen. Was für ein Schwarm. Wenn man den überhaupt sieht. Ja, worum geht's? Das war ja eigentlich geplant als Winterauto. Oh, das Blinkerwasser ist halb leer. War ja eigentlich geplant als Winterauto, wird nicht passieren. Das wird ein Reisefahrzeug. Ja, ich habe mir den Kopf zerbrochen, was ich mit dem Ding machen soll. Ja, ein Reisefahrzeug. Haut mal in die Kommentare, ob euch das interessieren würde, so ein bisschen Reisecontent zu bekommen. Ne? Grundsätzlich. Ne? Weil ich würde den gerne umbauen. Ein bisschen als Reisefahrzeug. Oh, hier ist das Blinkerwasser ganz leer. Ja, der ist eigentlich in einem sehr guten Zustand. Jetzt rosttechnisch gesehen, technisch an sich gesehen, ist er in einem guten Zustand. Er hat ein paar Heckschäden abgekriegt, aber wie gesagt, wir haben ja noch einen anderen, gleiche Farbe. Und die Paneele, die außen sind, kann man austauschen. Die sind teilweise geschraubt. Ich blende euch das mal eben ein. Also man kann die Heckteile einfach so austauschen, das ist kein Problem. Ja, das Gerümpel da vorne geht ab. Der kriegt auch ein 2 Zoll Fahrwerk und geht auch auf 235, 85, 16er. Also so wie der blaue. Der hier hat eine LKW-Zulassung. Ist also elementar billiger als der andere. Das einzige Problem an der ganzen Sache ist, ich muss das Armaturenbrett hier raustauschen, weil die Sonne war nicht nett zu ihm. Sieht man nicht so gut, ne? Es wälzt sich hoch. Ja, hier sieht man es ein bisschen besser. Das wälzt sich hoch. Aber darunter ist ja noch ein anderes Armaturenbrett. Ne? Also ich weiß noch nicht, was ich da mache. Offensichtlich ist das hier nur ein Bezug. Ne? Wie auch immer die das gemacht haben oder warum. Ich habe keine Ahnung. Wenn sie eine andere Farbe haben wollten, haben sie so einen Überzug drüber gezogen. Ich habe keine Ahnung. Was mich noch stört, Beifahrer-Airbag brauche ich gar nicht. Airbags an sich am liebsten überhaupt nicht und ABS erst recht nicht. Das sind alles nur Störfaktoren bei dem Auto. Ja, das nervt ein bisschen. Ja. Für alle, die sich mit Land Rover auskennen, das hier existiert normalerweise beim Discovery nicht mehr. Das Radhaus. Also der ist Gold wert, der Wagen. Ja, ist Tresortür. Die Türen sind auch schweineschwer. Ich weiß nicht, warum die da Aluminium verwendet haben. Hat sich nicht gelohnt. Die Dinger wiegen trotzdem irgendwie 80 Kilo. Egal. Motor, toller Zustand. Dann hätte ich mir jetzt sparen können. Steht jetzt auch schon wieder ein paar Wochen hier rum. Das
Einzige, was ist, er quietscht ein bisschen vom Keilriemen her, aber ansonsten ein toller Motor. Hat er erst 231.600 runter. Also ja, nächstes Manko, keine Klimaanlage. Das bedeutet, auf der Seite müsste der komplette Klimakasten eingebaut werden. Das bedeutet, im Innenraum einmal alles raus, inklusive Armaturenbrett. Weiß ich noch nicht. Hier sieht man es auch schon, Warnlichter, ABS und Airbag. Ja. Wie gesagt, der springt sofort an. Als Reisefahrzeug ist mir der hier lieber, weil Fünftürer, ne? Für den täglichen Gebrauch ist der Dreitürer wirklich super. Vom Aussehen her auch super. Aber der Fünftürer ist einfach schlicht und ergreifend praktischer. Du rechnest ungefähr auf dieser Höhe mit dem Bett. Das Bett so auf Fensterlinie. Die werden natürlich verdunkelt. Und ja, du hast praktisch bis hierhin. Was bist du denn, eine Spinne? Okay. Du rechnest du praktisch auf der Höhe, ne? Und dann darunter hast du praktisch genügend Raum, um Kühlbox unterzubringen, Kleidung etc. 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 Ne? Und du kommst mit einem Fünftürer einfach viel besser an alles dran. Ja, das ist eigentlich der einzige Grund, warum Fünftürer. Ich möchte ihn jetzt nicht auf dem Hof vergabbeln haben, weil der ist wirklich gut. Ja? Wie gesagt, das hier. Das ist Vierlefanz. Das ist die Außenhaut, das ist Aluminium, das kann man austauschen. Jetzt habe ich natürlich den anderen super geparkt. So, vielleicht sieht man das hier noch ganz gut. Hier sind die Schrauben. Da. Die halten das Seitenteil hier. So, dann ist das hier oben mit Karosseriedichtmasse eingeklebt. Und hier auf der Seite kurz angepunktet. Ja, aber ihr habt es bei dem anderen Bild jetzt gerade gesehen. Ich habe das dann hier, die Schweißpunkte habe ich dann praktisch, also die bohre ich ganz durch, hole das Ding raus, back das nächste da rein, bohre die wieder durch und dann niete ich die rein. Popnieten reichen vollkommen. Wie gesagt, das hier draußen ist Aluminium. Das interessiert mich. Ja. Ja, 2 Zoll Fahrwerk, Auspuff bleibt Serie, AGR-Ventil fliegt raus, muss er nicht haben, laut Zulassung, also laut allgemeiner Betriebserlaubnis braucht er kein AGR-Ventil, deswegen fliegt das raus. Die Ansaugbrücke fliegt mit raus, weil die ist komplett zugesifft, ne? Lage logisch. Ja, ABS-Block, ja, mein besonderer Freund. Brauche ich eigentlich nicht ABS. Ja, Schnorchel, schwierige Geschichte, ich habe einen gefunden für 235 Euro, der hat sogar einen Vorfilter oben, ihr kennt das von meinem anderen, naja, mal sehen. Ja, ansonsten ist er, bis auf diese schwachsinnige Stoßstange, in einem guten Zustand. Das, die Motorhaube müssen wir noch irgendwie gucken, dass ich dann einen Haubenzug reinkriege, haben wir ja auch da, ne? Das ist ja alles kein Problem. Automatik hier schaltet super, der kriegt aber noch vorher noch einen Service. Logisch. Wie sieht denn das Öl im Motor aus? Wahrscheinlich schlecht. Ja, das sieht schlecht aus. Naja, zum Rumstehen reicht es noch. Ja, einer der seltenen Exemplare mit Automatikgetriebe, unserielmäßig manueller Pumpe. Also kann ich mir den Umbau sparen. Ja, keine Klimaanlage ist immer ein bisschen blöd. Die Riemenscheibe dafür ist auf jeden Fall drin. Also nachrüsten könnte man das durchaus. Das Problem ist, das Klimasystem einbauen mit Kondensator, Trockner und weiß der Teufel. Muss ich jetzt auch nicht haben. Ne? Also ich glaube, wir lassen das einfach sein. Ohne Klimaanlage ist ein Störfaktor weniger. Man könnte hier über den Antrieb die zweite Lichtmaschine schalten. Wäre vielleicht sinnvoller. So wie ich das sehe, war der Motor mal draußen. Okay. Soll mir recht sein, der läuft gut. Wirklich gut.
Schön kräftig, schön leise. Ja, das hier macht mir keine Angst. Ist Alufraß, ne? Hier ist ein bisschen beschädigter, aber echt harmlos. Ne? Das kriegt man schnell wieder in den Griff. Hier unten das auch. Wie gesagt, die meisten Discoveries, die du siehst, haben hier gar nichts mehr. Ne? Das ist weg. Komplett weggerostet. Ja, hier hat er auch einen schönen Heckklatscher. Ja, das kommt davon, wenn man weit über 90 Jahren nicht merkt, dass man besser nicht mehr fahren sollte. Ja, ist aber wirklich so. Ne? Der ist überall reingeknallt. Deswegen hat er den auch abgegeben. Beziehungsweise seine Frau hat ein Machtwort gesprochen. Ja, Schiebedächer zweimal. Serie. Ja. Nee, soweit ist er wirklich in einem guten Zustand. Riecht auch nicht schlimm oder sowas in der Richtung. Unter den Bezügen sind auch gute Sitze. Also kann man mit leben, muss ich sagen. Das einzige, unter die Sitze kommen die Schwenkkonsolen vom Dreitürer. Dann kann man den Sitz nämlich einfach nach vorne legen, dann hat man hinten mehr Liegefläche. Ne? Ich überlege über ein Dachzelt. Ja, Dachzelt. Dann innen ein Schlafplatz, oben ein Schlafplatz. Wenn man unterschiedliche Schlafrhythmen hat, ist das wirklich gut. Gut. Ja, ich muss mal ein bisschen die Projekte ein bisschen runterkürzen. Das fängt mir an, auf die Nerven zu gehen. Heute aber geht es um ein anderes Fahrzeug. Und zwar um den hier. Auch der wird so ein bisschen Reisefahrzeug. Mit Schlafplatz hinten drin. Ja. Getestet haben wir ihn reichlich. Beziehungsweise nicht nur wir, sondern auch andere. Der hat schön Sachen transportiert. Auf dem Hof. Mal ausgeliehen. Ja. Mal gucken, ob der anspringt. Wahrscheinlich eher nicht. Nein. Ne, Booster. Gut, wir holen ihn mal in die Werkstatt rein und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wie man sieht, es ist Abend. Der Kombo steht in der Werkstatt und ja, das sieht nicht gut aus. Bearbeiten können wir das aber erst, wenn hier dieser Kantenschutz weg ist. Gerade schon gesehen, von hinten zweimal 10er Schraube. Nicht M10, 10er Kopf. Und ich glaube zweimal von unten hier. Im Dachhimmel. Ich glaube hinter den Plastikdingern da zum, ja, wo normalerweise Handgriff dran ist. Ne? Ja, die Dinger, die sind immer schon durchgerostet. Die hatten wir damals schon. Hatten wir damals nur Ärger mit den Teilen. Ja, auf der Vorderseite wäre der Kram bald hochgekommen. Also die Verschraubungen sind durch. Diese Dachhauben, ich habe keine Ahnung, wer die Dinger hergestellt hat, sind eigentlich gut und an manchen Stellen komplett tödlich kaputt. Ne? Ja, die können wir wahrscheinlich nicht retten. Aber sie könnte noch als Muster dienen, um eine aus GFK nachzubauen. Oder Kunstharz. Ist gar nicht so schwierig. Gar nicht so schwierig, sowas nachzulaminieren. Also
mache ich mir da keine großen Gedanken. Oder ich mache gleich ein Holzgestell. Ein Holzgestell, und zwar ausgehend von diesen Punkten hier und dann relativ flach auf den Aufbau. Ne? Ja, vielleicht ein bisschen aerodynamischer als das Ding, was drauf war. Ja, das ist eigentlich im Grunde genommen nur das Dachfach. Ich könnte das jetzt runternehmen und eine normale Corsa-Haut draufsetzen. Ne? Dieses Dachfach braucht eh kein Mensch. Und hier oben könnte man eine Cargo-Box draufsetzen. Ja, also wie gesagt, das hier weg. Ein normales Corsa-Dach drauf, bis da vorne. Und dann hier praktisch mit dem normalen Dach runterkommen und dann quasi, ne? Ja, kann man alles machen, ist erstmal nur Spinnerei, also eine laute Überlegung. Weil, wenn du jetzt eine neue drauf machst, nehmen wir mal an, die gibt es nagelneu, ne? 2 Jahre ist die wieder durch. Kannst du machen, was du willst, weil die reibt oben auf dem Dach, das Auto bewegt sich halt, ne? Das wirst du nicht wegkriegen. Ja, das sieht eigentlich gut aus. Ja, auch hier die Überlappung zur anderen. Ne? Ab hier ist es ein normaler Corsa und hier kommt der Combo. Ne? Ist alles okay. Ja, also das andere Dach vom Corsa, also vom normalen Corsa, wird jetzt praktisch hier drin eingesetzt. Ne? Also du nimmst praktisch das hier raus. Hier sieht man die Naht. Ne? Da sieht man die Naht, ne? Und wenn du das hier auffräst, hast du die Schweißpunkte. Kannst du das rausnehmen, dann hast du die Dachhaut weg. Dann machst du das praktisch bis dahin mit einem normalen Corsa-Dach. Und dann kannst du dir aussuchen, wie das ergänzt. Aber dafür müsste die Scheibe raus, da habe ich keinen Bock drauf. Ja. Ich baue hier keine Scheibe aus, wo es nicht unbedingt nötig ist. Ja. Auch sonst der Aufbau, keine Spuren. Ja, das hier, ja, das ist so weggerubbelt. Ja, ich denke echt drüber nach. Normales Corsa-Dach drauf. Dann habe ich aber den Anschluss auch noch da sitzen. Muss ich mir echt Gedanken drüber machen. Was natürlich ganz praktisch wäre, wenn ich hier oben so eine kleine Haube hätte, wo ich Technik reinbauen könnte, weil ich würde gerne hier oben ein Solarpanel drauf haben. Schwierige Sache, ne? Obwohl, Solarpanel ist auch wieder blöd, kannst dich nicht in den Schatten stellen. Ach stimmt, ich wollte sowieso das Faltdach da oben drauf haben, für Sterne gucken. Mit auch noch eine Aktion mit einem Rahmen. Egal. So, was haben wir hier? Ja, das ist gar nichts. Ne? Alles andere ist normales Blech. Soll ich echt ein GFK-Dach da drauf packen? Wäre leichter. Gleiche Form, gleiche Verschraubung. Schwierige Sache, ne? Ja, ich werde mal gucken, ob ich vielleicht eins finde. Dann würde ich es draufsetzen. Ein günstiges, weil ansonsten wollen die knapp 300 Euro oder was dafür haben. Und das ist jetzt für ein Stück GFK doch ein bisschen viel, finde ich. Oder ich gucke mal, ob ich ein Schlachtkombo finde, irgendwo auf dem Schrottplatz, der noch ein eigenermaßen gutes Ding hat. Tja, Verschraubung sieht man ganz gut hier, also von hinten, ne? Da, in der Mitte, da drüben, dann hier zweimal und hier vorne dreimal. Ne? Das sind jeweils die Verschraubungen. Auf der anderen Seite natürlich auch, hier in der Sicke. Ne? Ja, echt kein schlechtes Auto, muss ich sagen. Die hat, wie gesagt, nochmal. Die Dachhauben hatten wir damals, nach 2 Jahren konnten wir die zusammenfegen. Die waren Schrott, immer schon. Ich werde jetzt auch nicht anfangen, die zu restaurieren oder sowas in der Richtung.
Wobei ich das jetzt auch nicht ausschließe. Aber erstmal habe ich keine Lust dazu. Gut. Ja. Mal gucken, dass wir hier... uns was einfallen lassen, ne? Mir ging es in erster Linie um die Struktur des Fahrzeugs, ne? Und das hier ist die Struktur des Fahrzeugs, ne? Wir sind hier in Bezug auf Stabilität ganz wichtig unterwegs. Hier sind wir in Bezug auf Stabilität ganz wichtig unterwegs. Ne? Diese Sicken und sowas in der Richtung ist alles nicht umsonst da drin. Dann hier diese Knotenbleche, wollte ich gucken, ob welchen Zustand die sind, und die sind rundherum komplett in Ordnung. Weil wenn hier schon irgendwelche Risse sind, das hatten die auch ganz gerne, wenn hier irgendwelche Risse sind, die hier nicht sind, wenn sie da sind, kannst du das Auto eigentlich auch schon vergessen. Dann brauchst du damit nicht mehr auf die Autobahn fahren. Ne? Damit stirbt man schnell, wenn irgendeiner reinfährt. Nee. Insgesamt ist das Auto wirklich gut. Strukturell ist das okay. Dachhaube ist eine Kleinigkeit. Nee, was ich auch noch suche, ist ein Corsa zum Schlachten. Da würde ich gerne ein paar Sachen rausnehmen. Die Motorhaube schleife ich ab. Die bekommt eine andere Lackierung. Da kommt ein Logo drauf. Ja. Jetzt gucken wir mal eben auf der Seite. Das ist okay. Ja, das ist nur der Rost von der, der sich quasi übertragen hat. Da ist nichts. Alles gut. Und hier, alles super. Knotenblech. Auch schön. Ja. Das sind immer so die Autos, die man wegschmeißt. Und dann sitzt man auf der anderen Seite da, guckt sich das an und denkt sich so, warum hat er das jetzt gemacht? Ja, da fällt mir ein, dass ich noch einen Kanal vorstellen wollte. Deinlenkrad.de. Ja, der gute Mann hat einen YouTube-Kanal. Orhan heißt der, glaube ich. Und jedes Mal, wenn ich den Mann sehe, gut, meistens sieht man ihn auf TikTok, weil auf YouTube nicht so viel funktioniert bei ihr, also funktioniert hat bei ihm. Mittlerweile hat er, glaube ich, 1000 Follower. Und ich blende euch mal ein paar Videos ein, dann wisst ihr wahrscheinlich, was ich meine. Hat sich ein Profiboxer angekündigt heute. Senat Gashi, wer ihn kennt. Wenn nicht, Gashin Gan hier bei TikTok. Verlinke ich dir, kannst du gucken. Ist er Boxweltmeister im Schwergewicht gewesen. Du denkst dir jetzt, gewesen. Junge, das ist einer von der schweren Sorte noch. So eine original albanische Bohrmaschinenkante. Der bohrt dir eine Faust in deine Fresse. Da träumte damals schon der Führer von. Da flattern dir nur noch die Flügel vor der Fresse. Ich meine natürlich die von der albanischen Flagge. So sieht die Realität aus und nicht anders. Gewesen. Er ist immer noch die Nummer 9 weltweit. Guck doch mal an seine Aderkets in seinen TikToks und dann frag dich mal, ob du vor ihm stehen möchtest. Exakt in dem Moment vielleicht, wenn zwei testosterongeladene Ochsen den Romantikböller zünden wollen. Dann frag dich mal, ob du da stehen möchtest. Falls ja, Glückwunsch. Da bist du ganz schnell dort gelandet in deinem Leben, wo du niemals landen wolltest. Mit mir geht's natürlich nicht, bin auch nicht aus feigem Teig gebacken. Kaukasus lässt grüßen. Also ganz Vorsicht, Herr Profiboxer, ganz Vorsicht, sonst knallt's. Jetzt lässt er sich auch noch Zeit hier, als wenn's sein Laden wäre. Dreimal darfst du raten, welches der drei blauen Wunder erleben wird, wenn er gleich hier ist. Na komm mal ran, Herr Profiboxer. Hab mir schon Nervennahrung besorgt hier, weil ich allmählich nervös werde, sag ich dir. Weil wir schon über eine Stunde Verzögerung haben hier mit dem Herrn Senator. Come on, Profiboxer. Und du guck nicht so, drück da mal aufs Plus. Wie es schon über 200.000 andere gemacht haben. Sei nicht allein, sei mit uns. Also, was machen wir? Ich kann nicht mal das Auto vorstellen, weil es ja nicht da ist. Dann zeige ich euch halt meinen Maxi-Roller kurz. So sehe ich übrigens mit einem Helm aus. Wie so ein Eierkopf halt. Ist er da jetzt endlich? Hallo Senat. Was geht? Senat, ich mag keine Fragen. Nix. Hab dich gerade ein bisschen vorgestellt, Senat, weißt du? Hab meinen TikTok-Freund von dir erzählt. Von deinen Schokoladenseiten, wie lieb du bist und so. Ach was, ja, da muss ich mir ja keine Gedanken machen, dass ich sonst irgendwie komisch rüberkomme. Nee, nee, auf keinen Fall, aber dabei bin ich ein bisschen zu weit abgeschweift, wie eine Olle, die ich geben will, damit du verstehst, was ich meine. Das ist jetzt natürlich keine Drohung, Senat, aber rück mal den Schlüssel raus. Hm.
C-Klasse in einer anormalen Flipflop-Folierung mit einem Panoramadach, Brutus-Murutus-Abrisskante, Brutus-Murutus-Felge, Brutus-Murutus-Schnauze und Carboneinsätze. Hier und da kommen wir wie immer nach innen. Und lach mich nicht wegen meinem Mikro aus. Ich mach das nur, damit du mich besser hören tust. Wir haben eine Lederausstattung, Hochglanzschwarz, silbergraue Nähte und ein Lenkrad, was kein Mensch mehr braucht. Wer braucht auch schon das Originallenkrad, wenn man mich einmal zu Gesicht bekommen hat? Machst du auch. Bestell dir einfach ein neues. Deswegen wird das Lenkrad jetzt meinerseits höchstpersönlich rausgeschmissen. Das magst du doch, wenn ich es höchstpersönlich mache. Das magst du doch. Weißt du, was ich mag? Wenn du mal das Plus an der Seite wegmachst und aufhörst endlich mal umsonst hier zu geiern. Wobei das Plus auch nichts kostet. Meine Fresse. Den Diffusor habe ich ja ganz übersehen. Sieht gut aus. Raus mit dem Müllhaufen. Ich stelle das neue Lenkrad jetzt hier auf dem Tisch vor, würde ich sagen. Da haben wir das, Moped. Mit LED-Display, seitlich Alcantara, Deckel Alcantara, oben unten Hochglanzschwarz, Anbauteile ebenfalls Hochglanzschwarz und wundervolle Schaltwippen in einem wundervollen neuen Design. So wie vorne, so wie hinten. Habe ich zusammengestellt. Soll mir jetzt einer sagen, das ist nicht gut oder passt nicht in das Auto da rein? Montage ist angesagt, ihr schnutze piepste Mäuschens. Dann verheirate ich die beiden mal, würde ich sagen. Ist an der Zeit jetzt, für immer und ewig, auf allzeit Gute. Jetzt müssen wir dem Senat mal beibringen, dass er jetzt ein neues Lenkrad drin hat, was aussieht wie aus dem Porno herausgeschnitten. Da ist er schon, am Objekt der Begierde. Wie findest du das, Senat? Sieht heftig aus, wirklich heftig. Aber ich habe eine kleine Frage. Ich mag immer noch keine Fragen. Ja, bitte. Warum bist du mal so aggressiv, Abi? Du willst die Antwort darauf? Okay, okay, Senat, okay, Lenkrad umsonst, Leben umsonst, mach das Schluss weg! Ja, auf jeden Fall liege ich jedes Mal in der Ecke und lache mich kaputt über den guten Mann. Ja, Sattlereien, ja, auch altes Handwerk, was mittlerweile, glaube ich, gar nicht mehr großartig ausgebildet wird. Wie gesagt, sind nicht meine Autos, die er da hat, ne? Überhaupt nicht. Aber der Mann selber ist wirklich hochgradig sympathisch und wahnsinnig witzig. Und ich denke, der muss ein bisschen Verbreitung kriegen. Ja? Ich habe es ihm einfach mal gesagt, so von wegen, ich stelle dich auf jeden Fall vor. Das ist mein absoluter Lieblings-TikToker. Wenn er das jetzt bei YouTube auch noch macht, dann springe ich aus dem Fenster. Ernsthaft, das ist mein Liebling. Absolut. Der ist witzig. So, wollen wir mal eben gucken. Das ist nur am Rande sozusagen. Mal gucken. Ich ahne jetzt schon Fürchterliches. Ja, schon leicht grün. Oh, direkt gestorben. Ist das pures Wasser oder ist meine Batterie leer oder... Ne, das ist pures Wasser, da reagiert er gar nicht mehr drauf. Alter Schwede, der stirbt sofort. Ja, Bremsflüssigkeit auch. Wundert mich schon, dass die Sättel noch nicht hängen vorne. Das ist irgendwie immer so eine Endkonsequenz von so einer Suppe da drin. Ja, kann man nichts machen. Stand halt ein paar Jahre. Da bleibt das nicht aus, dass der Sift da drin hängt. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, wir sind schon ein bisschen gefahren mit dem Ding, ne, Hofautomäßig. Ja, das sieht gut aus. Er fährt auch wirklich wunderbar, der Motor hat Kraft. Du kannst quasi bei 50 in fünften Gang gehen, absoluter Gummibandmotor, sehr beeindruckend. Ich hatte mal kurz geguckt wegen einem Astra F. Da war dieser Motor ja als Turbodiesel drin. Ich glaube, der hatte irgendwie 86 PS oder so, oder 85, weiß ich jetzt nicht. Schreibt mal in die Kommentare, was das Ding hatte. Der Motor wäre natürlich toll, aber mit dem hohen Aufbau möchte ich und den Blattfedern hinten möchte ich auch nicht wahnsinnig schneller fahren, ehrlich gesagt. Nein, so eine Reisegeschwindigkeit von 90, so mit den LKWs mitfahren, wird er hinkriegen und auch mal einen LKW überholen. Ich denke, da wird er kein Problem mit haben. Ja. Es geht ja ums Reisen und nicht ums Heizen. Ja. Wir hatten damals mal so ein Ding mit einem 2 Liter 16 V drin. Das war vorher auch ein Benziner. Tiefer, breiter, härter mit umgebauten Blattfedern hinten und weiß der Teufel. Ging auch gut,
Aber ja, geradeaus, ja, aber nicht in den Kurven. Das war nicht gut hinten. Ja, irgendwo hat alles seine Grenzen und hinten diese, das ist ein Rohr mit zwei Rädern dran und zwei Blattfedern. Dass das keine Stabilität zusammenkriegt, ist klar, oder? Gut. Ja, ansonsten Operation wirklich gelungen, muss ich sagen. Also er lief ja vorher wirklich keine 80. Ja, und es beruhigt sich langsam. Ne? Je mehr er genutzt wird, ist jetzt, ja gut, kilometermäßig auch nicht so wahnsinnig weit gekommen. 20, 30 Kilometer. Aber die Stunden, die er gelaufen hat, ne, der lief halt die ganze Zeit durchgehend, um da die Feldarbeit bzw. Stroharbeiten da mit zu unterstützen. Und seitdem, gut, beschleunigt vernünftig, lässt sich wunderbar fahren. Ne? Heizung ist sofort da. Also von daher, die 188.000, da lacht der Motor drüber, ne? Und damals irgendwelche Artikel geschrieben worden, dass das ein Millionen-Kilometer-Motor ist. Und das glaube ich ihm unbesehen. Ne? Was soll passieren? 1,7 Liter, 60 PS, was soll passieren? Der ist nicht überlastet, also wirklich nicht. Gut, ich denke, zusammen mit der Kanalvorstellung, bitte, ne, guckt vorbei, guckt euch am besten die Shorts an, die er da gepostet hat. Der hat ihn nicht wahnsinnig gepflegt, weil auf dem Kanal nichts passierte großartig. Jetzt, wo er auf TikTok ein bisschen bekannter wurde, ist er jetzt bei 1000 Abonnenten. Und wie gesagt, guckt euch das an. Ne? Ich möchte euch nicht überreden, den Kanal zu abonnieren. Möchte ich gar nicht. Ne? Guckt euch die Sachen an und ich finde es interessant. Ne? Vor allen Dingen, der Mann ist Handwerker und Handwerker müssen unterstützt werden. Okay. Ich bin jetzt raus aus dem Video und wünsche euch einen sanften Start in die Woche und bis zum nächsten Mal.